Nächster Redner, Herr Abgeordneter Michel Raimond. Danke, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen. Großartige Rede, Kollege Lercher, da kann ich gleich fortsetzen. Und warum machen die Freiheitlichen das? Ich habe mich ja gewundert über diesen Antrag vom Kollegen Kasecker als Jurist, dass Ihnen so ein Antrag hier gelingt. Man muss sich einmal Folgendes vorstellen. Die beantragen sich eine Volksbefragung. Das ist das Recht des Nationalrates, der Nationalrat auf dem Volk eine Frage stellen mit zwei Antwortmöglichkeiten, zum Beispiel ja oder nein. Das machen Sie nicht, Sie fragen das Volk nicht. In dem Antrag steht nicht drin, sollen die Sanktionen beendet werden oder soll Österreich die Sanktionen alleine beenden oder soll sich Österreich dafür einsetzen, dass die Europäische Union beendet. Nichts. In dem Antrag steht drin, die Bundesregierung soll dem Nationalrat einen Vorschlag machen, welche Frage gestellt wird. Sie als Freiheitlicher wollen von der Bundesregierung einen Vorschlag, was das Volk gefragt werden soll. Ist Ihnen das nicht peinlich? Ja, ich sage Ihnen, warum Sie das machen. Es gäbe drei Möglichkeiten. Die erste ist, Sie sind zu faul, eine Frage zu schreiben. Das traue ich Ihnen nicht zu. Die zweite ist, Sie glauben, der Minister Kocher kann es besser als Sie. Das glaube ich, aber dass Sie das glauben, dass Sie das erkennen könnten, die Kompetenz, glaube ich Ihnen nicht. Nein, die dritte Möglichkeit ist folgende. Was auch immer die Frage ist, die kommt, werden Sie herumwatschen und sagen, das ist eine manipulative Frage, na, so geht das nicht. Sie werden die Volksbefragung verlieren und dann werden Sie watschen, dass die Frage schlecht war von Anfang an, das ist so geplant. Sie veralbern hier Ihre eigene Wahlbevölkerung. Ihre eigenen Leute führen Sie hier vor und manipulieren Sie. Der ganze Antrag ist nichts anderes als ein Scheingefecht, mit dem Sie Ihre Wählerinnen und Wählerinnen da so tun, als würden Sie sich für Ihre Demokratie einsetzen. In Wahrheit führen Sie es vor und machen Sie es da zu Wahlidioten. Das machen Sie mit diesem. Und Sie haben das letzte Mal hier mit einer Aktuellen Stunde das Parlament missbraucht und jetzt missbrauchen Sie die österreichische Wählerschaft im Sinne von Putin. Sie missbrauchen Ihre eigene Wählerschaft, um russische Politik im österreichischen Nationalrat zu machen. Das machen Sie mit diesem Antrag. Sie sind rücktrittsreif in Wahrheit als Parlamentarier und als Volksvertreter. Die Verfassung, auf die Sie vereidigt sind, brechen Sie die ganze Zeit. Nein. Sie sind hier der russische Spion in diesem Haus. So schaut's aus. Aber ich sage Ihnen was. Ich verstehe schon, dass Sie sich dafür einsetzen, als jemand, der russische Politik hier machen möchte. Aber wir könnten mit einer Volksbefragung ja wirklich was tun. Es gab erst eine in diesem Land. Übrigens keine einzige, während die Freiheitlichen regiert haben. Ich sage es nur, so viel zur direkten Demokratie, die Sie da hochhalten. Das war eine große, grundsätzliche politische Frage. Wehrpflicht, ja oder nein? Stellen wir doch so große grundsätzliche politische Fragen. Stellen wir eine Frage, ob die Hälfte der österreichischen Bevölkerung besser verdienen soll, sozial besser abgesichert werden soll, Chancen haben in einer Karriere. Machen wir eine Frauenvolksbefragung. Wollen Sie was? Nein, hilft euch nicht. Nein, aber große grundsätzliche Frage. Machen wir eine Klimavolksbefragung. Wollen Sie, dass wir einen kompletten Ausstieg aus den fossilen Energie haben? Warum machen Sie sowas nicht? Weil Sie das alles nicht interessiert, weil Sie russische Politik machen. Aber ich sage Ihnen noch etwas. Wir haben, eine Volksbefragung ist nicht verbindlich und da kann man nachher darüber diskutieren, ob man das haben will oder nicht. Die Frage, ob man das haben wollen oder nicht, ist entschieden dadurch, dass wir ein Wahlergebnis haben, dass wir eine Regierung haben, dass wir eine Fraktion haben, die solche Dinge durchsetzt. Ich werde mich für sowas nicht einsetzen, dass das eine Volksbefragung ist. Wir werden das machen und Ihnen würde ich als Parlamentarier empfehlen, wenn Sie irgendein Anliegen haben, dann stellen Sie das als Frage und wenden Sie das nicht an die Regierung, dass die ihren Job machen soll. Michel Raimond in Richtung Axel Kasecker, er sei der russische Spion in diesem Haus und damit rücktrittsreif, so der grüne Abgeordnete.